Ach, wir sind bei der Lady mit den schmutzigen Polstern. Oh, alles gut. Dann ist ja gut. Das ist ja, denn das ist noch okay. Aber nur weil ich automatisch Speichern anhabe, sonst wäre das nicht so, ne? Haben wir ein kleines Déjà-vu jetzt. Wo habe ich den Fuß... Die Fußtapse nicht gerade weggemacht? Jetzt müsste doch die Lady, wollte ich gerade sagen, die Lady mit dem... Aber das Auto war vorhin grün. Das die Lady mit dem... Mit dem Kopf im Auto, ne? Genau. Aber das Auto war halt grün vorhin statt blau, glaube ich zu wissen. Jawohl. Gleich werden unsere Mitarbeiter sowieso verschwinden und sich ausruhen gehen. Und dann kommt der Partybus, wa? Das wäre jetzt der Hammer. Nichts mehr in der Regale, nichts mehr, was man nachpacken kann. Und dann kommt der Partybus. Zutrauen würde ich denen da schon. Dass sie genau in dem Moment kommen. So, wie sieht's hier aus? Einmal durchfegen. Alles schicki sauber, jawohl. Aber hier ist irgendwas nicht schicki. Ach, hier. Ich wollte gerade sagen, aber hier ist irgendwas nicht schicki sauber. Komm schon. Sind die noch am Arbeiten? Nee. Okay. Neues Personal, bitte. Neues Personal, bitte. So, wir bezahlen alles. Amelie geht an die Kasse. Juan geht Autos reparieren. Und Shorshi Boy geht betanken. Alles ist bezahlt. Jetzt hängt die hier zu zweit fest. Dein Ernst? Nur wegen den Blumen? Das ist jetzt nicht den hier ernst. Echt jetzt. So. Die hängen da fest wegen den Blumen. Schmeißt mit mir doch gleich vor die Füße. Genau. Brauche ich nicht so lange suchen, ne? Wenn ich den Müll suche. So. Wollen wir noch eine Bestellung machen? Ja, ne? Eine Bestellung geht noch, ne? Wir brauchen einmal alles, außer... Ja, hiervon haben wir echt noch genug, wa? Selbst mit zwei Regalen haben wir davon noch genug, ey. Hüte brauchen wir, davon brauchen wir, Brillen brauchen wir auch noch nicht, ne? Nee. Brillen brauchen wir tatsächlich auch noch nicht. Da sind noch genug. Fußspuren können wir verkaufen. Zeitung nicht. Alkohol. Hey, es ist doch nicht schön, oder? Also Snacks haben wir nicht mehr. Getränke haben wir keine mehr. Zeitung können wir hier mal welche nachschmeißen. Bitte da, da, da. So. Lieferungen, Produkte, Erfrischungsgetränke brauchen wir alle einmal. Snacks alle einmal.
Alkohol nicht. Zigaretten brauchen wir alle einmal. Eiscreme brauchen wir alle einmal. Autopflege nehmen wir auch mal alle einmal mit. Autopflege, Zeitung brauchen wir noch nicht. Hüte nehmen wir immer zwei. Sonst haben wir irgendwann wieder Ladenhüter da, ne? Haha. Brillen brauchen wir nicht, Teddybären. Da kommen sie. Sie kommen natürlich dann, wenn ich sie nicht gebrauchen kann. Dann, wenn ich sie nicht gebrauchen kann, kommen sie. Eieiei. Moinsen, meine Herren, moinsen. Kommen sie rein, kommen sie rein. Die Regale sind noch, sind sie gefüllt. Da ist leer. So. Tun Sie sich gütig. Hallo, meine Herrschaften. Hallo. Hallo. Also noch sind die Regale gefüllt. Das ist noch alles vorhanden. Inklusive Ihre Alien-Fußtapsen. Tanzen Sie, wanken Sie, was das Zeug hält. Herzlich willkommen. Haben Sie Spaß? Nehmen Sie den Teddybären mit? Ja, für Ihr Alien-Kind. Es wird sich freuen, mal etwas Normales zu sehen. Ich weiß, dass der Lieferant jetzt gleich da ist. Aber wir müssen das hier alles so ein bisschen im Auge behalten. Ich weiß nicht, wie vertrauenswürdig diese Aliens sind. Was ist horrible? Ja, da habt ihr euren ganzen Alien-Scheiß da reingeschmissen. Das ist horrible. Ich hab den gerade leer gemacht. Glaubst du das? Bringen Sie hier noch Ihren ganzen Weltraummüll mit hier. Horrible. Glaubst du das? Lasst mal Geld hier. Mutti will sich eine neue Tankstelle aufbauen hier. Ihr wart auch schon mal mehr, ne? Hier ein paar Plätzchen oder so. Ein paar Donuts, Muffins. Brillen sind auch sehr gefragt hier bei uns. Ganz schön wenige Aliens, oder? Die kommen auch nur, um hier mein Klo zu benutzen. Er ist zufrieden. Er ist zufrieden. Da kann man nichts sagen. Da kann man nicht meckern. Jawolla. Haben Sie gleich Ihre Geschwister mitgebracht? Ja, 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 ja. Die sind als Polizisten verkleidet. Ich weiß, ich weiß. Aber vergessen Sie nicht mit, wieder hochzunehmen, ne? Ich kann mich erinnern, da standen Sie in zwei Reihen. Ja, das stimmt. Vielleicht fängt das von vorne an, wenn wenn man die Tankstelle zumacht, dass sie dann wieder jaha, Herrgott. Alte Frau ist doch kein D-Zug. Was passiert eigentlich, wenn der Alien-Bus da ist? Man kann ja die Aliens rufen, die die Autos hier wegbeamen. Was passiert mit dem Alien-Bus, wenn man die Aliens ruft, um die Autos wegzubeamen? Hat das schon mal jemand ausprobiert? That'll do. Ey, bleib jetzt nicht stehen hier.
Ciao, tschüss, bye, dos vidania. Andiamo, dos. Tschüss. Macht's gut, komm wieder. Tschüss, tschüss, tschüss. Bye. Shorshi ist noch da, ne? Ja, Shorshi ist noch da, alles ist gut. So. Jetzt geht sie wieder los, ne? Mit dem ganzen Eiskram. Hier ist überall noch genug drinnen, ne? 5, 5, 5. Wir müssen ja alle Eissorten hier bedienen, damit die Herrschaften ja hier auch glücklich sind. Stellt euch mal vor, ich hätte jetzt zwischendurch nicht mal gefegt oder sowas. Wie das dann hier aussehen würde. Das Beste ist wirklich, auf dem Boden sieht man eben halt auch alles, ne? Auf dem Boden sieht man halt alles. So, davon haben wir... Oh, davon haben wir noch eine Menge. Davon haben wir noch eine Menge. Können wir noch hier mit rein? Oh, ist voll. Oh nein, nein! Nicht jetzt! Ich habe keine Zeit dafür. Ach Gott. Herr im Himmel. Müssen wir uns gleich mal wieder Ruby schnappen. 5, 5, 5, 5. 5, 5, 5. Alles mal so ein bisschen platziert hier. So. Na, wo ist es? Da ist es. Ruby! Oh, warte mal, wir nehmen gleich einen Kanister mit. Der schlaue Mann sorgt vor, die schlaue Frau erst recht. So. Jetzt haben wir nämlich gleich wieder ein Problem, dass unsere Rudy stehen bleibt. Das Schild mitgenommen. Eieieiei. Du musst jetzt genau da reinfahren, wo ich reinfahren wollte. Na, ich dachte schon. Ja, Georgie. Jetzt wirst du doch nicht mal deine Kunden los, ne? War da noch mehr? Nee, war nicht mehr. Okay. Nur ein Sandhäufchen, das wird ja immer besser. Früher waren da mal zwei. Einer ist noch zu verknusen, aber dieser Berg hier drinne wird auch nicht weniger, ne? Nicht mehr. So. Aus da. Ach, falsche Richtung. Jetzt wäre ich bald in die Grube gesprungen hier. So ist es schon um mich bestellt. Ich will freiwillig in die Grube springen. Die Frage ist, wenn man jetzt alle Mitarbeiter beschäftigt, ne? Ob man die dann rund um die Uhr auch bezahlen kann. Man kann ja mehr Geld bezahlen, wenn man das möchte. Ob die dann auch rund um die Uhr arbeiten? Ich glaube nicht, oder?
Georgie Boy macht das. Zeitung können wir noch mal ein paar reinlegen. Hier können auch noch mal ein paar Zeitungen rein. Zack. So, Snacks noch mal nachliefern. 5. Ja, hier hinten noch mal ein paar. Und den hier hinten, ne? Die sind ja so furchtbar beliebt, die Teile. So. Bisschen was in der Hinterhand. Hier müssen wir erstmal den ganzen Schrott an Bier hier loswerden. Tabak ist voll. Leer, meine ich. ...36.000 kann man jetzt nicht meckern, oder? Geht schlimmer. War schon lange. Wasserdruck, oh Gott. Wasserdruck. Ich war doch gerade bei Kroki unten, oder nicht? Kroki, was machst du hier? Dann friss doch den Müll. So, Wasserdruck ist wieder okay. Dann funktioniert die Waschanlage auch wieder 1A. Dann kriegen wir da auch wieder ein paar Pinunzen mehr. Wo sind unsere Arbeiter hin? Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Du gehst bitte mal an die Tank, an die Kasse. Und du gehst bitte mal Autos reparieren. Und Georgie Boy. Ach, alles schon wieder weg hier. Alles muss man hier selber machen. Ich war doch gerade mal unten in der Gülle. In die Güllelei. Ich weiß. Haben wir eigentlich noch genug Sprit? Oh oh, 300 Liter. Das ist gar nix. Das ist gar nix. Wir brauchen Sprit. 2,40, dein Ernst? Haben wir auch schon mal besser gesehen, ne? Haben wir alle schon mal besser gesehen? So. Alles wieder schnieke. Just as I wanted. Ich komme, ich fliege, ich eile. Also letztes Mal kam mir das leichter vor, die Dinge Geld zu verdienen, ne? Weiß nicht, warum das jetzt so spät heute so schwer ist. Beim letzten Mal empfand ich das als viel einfacher, Plus auf das Konto zu machen. Ich weiß nicht, warum das heute so schwer ist. Ich weiß, ich muss überteuerte Dinge kaufen, aber... bevor ich rein gar nichts verdiene... nochmal die Reifen checken... ja, welche Reifen? Welche Reifen? Mach nur die Reifen. Für mehr habe ich leider keine Zeit. Wenn die Kratzer oder sowas brauchen, dann haben sie ein Problem. Ich muss, ja, jetzt geht das Gehupe nämlich hier hinten schon wieder los. Vorsicht, heiß und fettig! Ich weiß gar nicht, was ich da habe. Spiegel sind wahrscheinlich auch keine da. Kratzer sind noch. Ah, Spiegel sind auch noch.
Zündkerzen sind noch, Öl ist noch, Kühlmittel haben wir noch eine Flasche. Oder zwei. Zwei Flaschen Kühlmittel, das ist auch nicht schlecht, oder? Ich hoffe, der kommt da hinten durch. Weil da ja Stau ist, ne? Oh Gott, der Tacho, oh Gott. Ich muss hier stehen bleiben, sonst werde ich hier wieder beklaut. Das hatten wir auch schon alles, ne? Kraftstoff, zwei Leute. Wie lange braucht er denn, um das zu liefern? Da kommt er. Komm schon, komm schon. Mach hinter. Gib Gas. Hallo. Das braucht so lange, wie es braucht. All. Weißt du, du kriegst gerade keine Kunden, weil der Tank alles, der Tankmann alles blockiert. Da kommen hier keine Kunden an, aber ich habe Kunden. Und die wollen Sprit. Neuesten, frischen, eingefüllten Biosprit. Garantiert aus diesem Land. Fair. In die Pipeline gegossen. Jawohl, schön groß vom Trinkgeld. So, wenn die jetzt aufgehört haben zu hupen, dann könnte man ja dem Ganzen mal eine Chance geben. Eieieiei. Da könnte man dem Ganzen ja mal die Chance geben und den Besen beiseite räumen. Denn pünktlich 22 Uhr fällt heute der Hammer. Jawohl.